Wir machen den Video, kommt hierher. Schätze, wir müssen schon los. Ja. So, schnell. Schnell, 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 Schatz. Erzähl mal. Hey. Wir können Werbung machen. Für dir. New York Knicks. Das ist mein Team. Und von meiner Frau das Team. Was machen wir jetzt? Wir gehen ins Kino. Welchen Film? Wir gucken Star Wars. Und du hast Lust darauf? Ja. Wir müssen ein bisschen glücklicher. Sie ist ein bisschen unglücklich, habe ich das Gefühl. Nein. Aber wir müssen jetzt sofort los. Wir müssen jetzt los. Können wir die Kamera mitnehmen? Dann werden wir wegen Raubkopiererei verhaftet. Ach, der Raubkopiererei. Raubkopiererei Verhaftung. Okay, ich jetzt. Sehr gut. Hast du Lust auf Star Wars? Ja, ich will Star Wars jetzt. So, wir waren jetzt gerade in Star Wars und es war geil, oder? Ja. Sag mir, wie fandest du es? Ich fand es richtig cool. Die Charaktere waren alle super cool und ja, es hat viele von den alten Filmen und aber ein bisschen traurig. Ein bisschen traurig? Ja. Warum ein bisschen traurig? Ich kann nicht sagen. Dürfen wir nicht spoilern? Wir dürfen spoilern. Nein! Wir dürfen ab jetzt, wenn wir sagen, dass wir spoilern, dürfen wir spoilern. Okay. Ja, also zum einen, das Laserschwert von dem Bösen, ich glaube Ben ist sein echter Name, ist mächtig stark und die Vibration merkt man die ganze Zeit, wenn er sein Schwert zieht. Das ist einfach echt wow. Ja, also Harrison Ford ist auf jeden Fall dabei. Ja, allgemein hat es sich eigentlich richtig gelohnt. Es waren Explosionen ohne Ende, es war richtig viel Feuerwerk, es war also wirklich richtig viel Feuerwerk. Es gab zwei Laserschwertkämpfe, also zwei richtig gute, und man kann am Ende sieht man einmal Luke Skywalker und man kann darauf hoffen, dass auf jeden Fall im nächsten Teil richtig mächtig Krieg geben wird wieder. Er ist ähnlich aufgebaut wie Episode 4, also so habe ich das Gefühl gehabt. Ich finde, das mit dem Todesstern, der Todesstern ist einfach... Todesstern war so und der neue Todesstern ist so jetzt. Also einfach ungefähr 2000 Millionen Mal das größer oder so. Ja, wir waren im Kino, wir haben eine Popcornbox gekriegt. Mit einem Becher. Sehr toll. Und eine Karte, eine Gutscheinkarte. Für ein Star Wars Fantasy Shirt werde ich mir einlösen und dann zeige ich euch das. Allgemein ist es richtig gut, oder? Danke, liebe Sarah, danke, lieber Jeff, dafür nochmal. Ja, danke schön. Es war also wirklich sehr gut. Das Kino war voll, es hat richtig Spaß gemacht, es war Action ohne Ende. Ja. Jeder, der den Film sehen will, sollte reingehen, weil der Film ist einfach gigantisch und es lohnt sich, das Geld auszugeben. Und jemand will das Film noch mal jetzt? Ja, ich würde ihn, glaube ich, direkt jetzt nochmal gucken. Ich weiß nicht, vielleicht hat ihn jemand schon ja hochgeladen. Nein, der Film ist wow, wirklich. Also, ich habe mich verliebt in den Film. Ich war so immer auf der Kippe zwischen entweder richtig kacke oder richtig geil und es war richtig geil. Ja. Also, ich finde die Humor-Szene ziemlich cool. Es ist viel, viel Spaß drin in dem Film und es ist witzig gemacht. Okay. Das war's eigentlich auch schon.